So, willkommen zu einer. Zu. Ja. Schnitt? Nein, die Klappe, die zweite. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe heute Geburtstag. Und alles gut. Jetzt sitzen die hier am Tisch. Und ich habe auf jeden Fall voll motiviert, weil ich immer noch keinen Plan habe, wie wir das Go-Fest morgen spielen, wie das abläuft. Filmen, streamen, sonst was, rumlaufen, gar nichts, schlafen. Bier trinken. Der Hannes hat mir gestern schon ein Geschenk gegeben, der Iswa hat mir gestern ein Geschenk gegeben, jetzt kam Pupsi, hat mir ein Geschenk gegeben, der Manns Haulwurf hat mir was gegeben, da wusste ich nicht, dass das ein Geschenk sein soll. Und was es Tolles gab zum Geburtstag, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hier ist auf jeden Fall Pupsi, da ist Iswo Lee, da ist Hannes Lee und da ist Manns Haulwurf Lee. Und jetzt möchte ich euch mal kurz meine Geschenke zeigen. Ja? Angefangen hier vom Manns Haulwurf, ist das nicht schön? Hat er extra sich Mühe gegeben und hat ein 5er-Pack Nudeln geholt, wo jetzt nur noch 3 drin sind. Er hat die eigentlich probiert und getestet und die waren ihm zu scharf und hat gesagt, ach komm, der hat eh Geburtstag, hier ist den Rest, fertig. Das ist auf jeden Fall Geburtstag, so muss das sein. Diese scharfen Samyang Too Spicy Nudeln, wenn ihr die nicht kennt, ne, dann ist es auch gut so, weil die sind nämlich scharf. Vorspeise vom Hamse. Dann kommen wir zu Pupsi. Pupsi hat mir so... Pupsi hat mir 2 Google Play-Karten geschenkt, damit ich ein paar Mewtwo-Raids machen kann. Aber nein, ich werde nie wieder Mewtwo-Raids machen, deswegen hebe ich das auf. Vielleicht für Palkia die Yalga-Raids. 2x Google und hier diese schöne Flasche, wo wir uns einen reintrinken können. Behrensen Yummy Donut, ja? Ihr wisst, ich bin nicht so der süße Typ. Mit Salami-Geschmack wäre das bestimmt besser. Aber da freut man sich, was zu trinken. Das ist wahrscheinlich für Pupsi selber. Die trinken die dann nachher, sobald ich hier fertig bin. Dann, Hammer, pass auf, vom Hannes ein Geschenk, ne? Da ist Google Playguthaben da. Da ist hier so schönes Mickey-Maus-Papier. Guckt euch das an. Hier ist 80%iger Chili-Schnaps. Boah, in so einer heftigen Flasche. Keine Ahnung. Ist hier übelstes Zeichen drauf, dass du stirbst, wenn du das trinkst. Und ansonsten denke ich mal, dass da ein T-Shirt drin ist oder irgendwas. Wir können das ja mal irgendwie aufmachen. Genau, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Ui. Und jetzt kommt's. Und es ist kein T-Shirt. Ui. Und es ist ein brauner Strohrum. Ist das ein Tanktop? Was? Zeig mal her, was ist das? Ah, zeig. Fast XXL. Zeig doch mal, da wisst was ihr, es ist. Auf die dicken XXL. Oh. Ein brauner Strohrum. Oi, oi, oi. Genau, das Monster, so das passt aussehen zu dir. Sieht aber klein aus für eine XXL. Ja, muss ich es hier für meine Kinder dann, für die kleine Pia, die Bier holen. Das sieht aber auf jeden Fall genial aus. Da hat der braune Strohrum nämlich noch Bart. Das könnte ich jetzt dem Pappaufsteller anziehen. Dann trägt der Braun Strowman sein eigenes Merchandise. Genau, lass dir den Bart wachsen. Eigentlich wäre das als Tanktop noch genialer, weil ich habe immer nur dieses auf die dicken 3 Teil. Und das ist schon total abgegriffen hinten und fällt aus allen Nähten. Ja, weil da Katze, da die Katze alles aufgefressen. Alles genau. Deswegen muss unbedingt irgendwann mal ein Tanktop her. Dankeschön, Hannes, auf jeden Fall. Das Motiv passt auch richtig genial, sieht gut aus, sieht stark aus. Finde ich sogar manchmal besser, als wenn die da ein richtiges Originalbild drauf haben, denn originale Fotos sehen manchmal komisch aus, aber dieses, so im gezeichneten Comic-Look, ist auf jeden Fall genial. Das mit viel Liebe verpackte Paket vom Iswo hier ist das letzte, wo einfach außen 10 Tonnen Klebestreifen drumherum sind. Hier denke ich mal, dass das was, eigentlich dachte ich, was zu trinken. Vielleicht ist es auch eine Taschenmuschi, ich weiß es nicht. Du kannst es auch trinken, wenn du willst. Ja, dann trinke ich es halt. Und das sieht aus wie 2 Hamburger oder Brüste, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, wir machen einfach mal irgendwas auf. Sriracha, Sriracha, Flying Goose, Chili Sauce. Guck mal, Sriracha Hot Chili. Wir sitzen gerade beim Chinamann mit K, damit die Leute sich wieder aufregen. Und jedes Mal, wenn ich mir Nudeln hole, packe ich mir diese Soße drauf. Die ist richtig genial, die esse ich sehr gern. Pupsi isst sie gern. Immer wenn die Flasche leer ist, müssen wir gleich eine neue holen. Das habe ich vielleicht nicht gewusst. Da, der ist wohl jetzt gedacht, ja, das ist was Rotes, bestimmt Ketchup hier für Ramses. Das ist auf jeden Fall genial. Die ist sogar bei meiner Amazon-Wunschliste mit dabei. Die passt hier für die scharfen Nudeln. Gut, das habe ich mir nicht mal angeguckt. Aber und dann müssen wir gucken, was da noch ist. Da sehe ich nämlich noch Kakao. Da müssen wir aber aufpassen. Das ist nämlich hier aus dem Fairtrade.
Chili-Schokolade. Ja, Chili-Schokolade. Aus dem Lidl. Woran erkennt man, dass es aus dem Lidl ist? Dass ganz groß Lidl hinten drauf steht. Ja, ich bin ja nicht so der süße Typ, der herzhafte, aber Chili-Schokolade geht ja dann auch in eine herzhafte Richtung. Und damit es noch schöner brennt, ich muss ja, na warte, so. Haben wir hier noch, sind keine Hamburger, sind Chili Cabanossi Hot Snack Salami, Delikatesse Mini Snack Salami Hot mit Chili, Buchenholzrauch. Auch aus dem Lidl. Schwein aus dem Lidl. Hast du es in Eisenach mitgenommen im Lidl, oh, als du da warten musstest? Das sieht auf jeden Fall interessant aus, das legen wir alles mal hierher. Also gefällt es dir jetzt besser als die letzten Geschenke? Wir zeigen euch nochmal den Tisch. So sieht das aus, der Geburtstagstisch hier in Hibu beim Chinamann. Das T-Shirt gefällt mir auf jeden Fall besser als das Vorsicht MC Ramses kommt Shirt, ne? Weil das sieht nicht so peinlich bist aus. Du schon rausgewachsen. Und jetzt hat der Iswo mir mal was geschenkt, was ich auch in mich reintun kann. Also das ist auf jeden Fall sehr schön. Deswegen haben wir heute Nacht auch zusammen in einem Bett geschlafen. Kam er nachts reingestolpert und lag neben mir. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir werden dann noch grillen gehen, in die Familie gehen und mal gucken, wie wir das morgen machen. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich vielleicht auch wieder gute Laune. Jetzt, wo ich ein brauner Strohrumm-T-Shirt habe mit Chili-Soße dran. Jetzt, keine Achtung, MC Ramses 2 T-Shirt gekriegt. Achtung, MC Ramses geht, steht dann drauf. Okay, cool. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, fort. Euer Ramses. Macht das nicht immer. Die Leute denken, das ist real. Wie Supermarktketten.